Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skyline. Mein Name ist Punky und gemeinsam möchte ich heute mit euch die ersten Monorail-Strecken vorbereiten. Aber zunächst müssen wir uns nochmal unserem Kreisverkehr hier widmen, denn den müssen wir noch ein bisschen anpassen. Und dazu benötigen wir auf jeden Fall erstmal Terraforming, denn ich möchte gerne hier noch eine weitere Abfahrt haben und die soll aber praktisch integriert werden in das ganze Geschehen und daher müssen wir das jetzt mal hier so ein bisschen angleichen, dass wir hier schön nach unten kommen. So, schauen wir mal, wie sieht das aus? Ah, jetzt ist wieder so ein doofes Wetter. Man kann wenig erkennen. Ich werde einfach mal eine Straße nach unten ziehen. Eine vierspurige Straße sollte in dem Fall ausreichen. Und die möchte ich dann sozusagen die könnte man vielleicht so anschließen. Von der Sache her denke ich mal, passt das. Und dann bereiten wir jetzt Folgendes vor. Wir brauchen eine vierspurige Straße. Natürlich schon mit der Monorail. Also die Gleise befinden sich praktisch auf dem Straßentyp. Waren auch enthalten im neuen DLC Mass Transit. Und ja, das ist jetzt sozusagen unsere Aufgabe. Ich möchte jetzt in diesem neuen Viertel, was hier entstehen soll, die Monorail als Ringbahn nutzen. Das stelle ich mir eigentlich ganz cool vor. Und da würde ich jetzt ganz gerne die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, dass wir hier schon mal sozusagen das alles vorbereiten. So viel mehr werden wir wahrscheinlich heute nicht kommen, aber wenn wir das geschafft haben, dann haben wir schon mal viel geschafft. So, wir platzieren erstmal hier eine gerade Strecke. Wir müssen hier definitiv in die Höhe. Und wir werden das Ganze schon mal anwinkeln. So, wir können ja wahrscheinlich mal versuchen, den Winkel so klein wie möglich zu machen. Und dann das Ganze vielleicht so. So, wir schauen mal, wie das ausschaut. Ich würde sagen, das kann durchaus so funktionieren. Da spricht, glaube ich, gerade nichts dagegen, wenn wir das so machen. Jetzt müssen wir nur mal sehen. Wir haben jetzt ja ein bisschen Terraforming bereits vorbereitet, aber wie wir sehen, noch nicht alles. Wir müssen hier also noch wesentlich mehr Erde abtragen. Das heißt, wir können hier ruhig das große Gestrüpp nehmen und die hohe Pinselstärke. Und dann werden wir das ja alles mal rausnehmen. Das wird uns jetzt zwar jede Menge Geld kosten, aber das ist dann eben nun mal so. Weil ich habe hier etwas, in Anführungszeichen ganz Besonderes vor. Wir müssen dann mal sehen, wo wir die Erde dann am Ende noch hin entsorgen können. Das ist dann ein anderes Problem. Vielleicht können wir hier irgendwo noch einen Berg aufschütten, ich weiß es nicht. Aber wir können auch erstmal unten schauen. Eventuell können wir da Erde loswerden.
Hatten wir uns nicht letztens irgendwo Erde herausgeholt? Ich meine hier. Dann können wir das doch eigentlich wunderbar aufschütten. Denn dann haben wir doch hier das wieder die Erde zurückgegeben. Perfekt. Und dann geht es wieder hier hin zum Fichtenhügel. Und wir werden hier weitere Erde wegnehmen. So, das Ganze auch ein bisschen näher an die Autobahn ziehen. So, die Schienen müssen wir dann auch kurz mal verlegen. So, wir haben wieder genug Erde dabei. Das heißt, wir müssen sie wieder abgeben. Warum nicht hier oben jetzt? Bietet sich, denke ich, an, dass wir jetzt mal hier das auch aufschütten. Ha, schon fertig. Das ging ja schnell. Okay. Das. Die Schiene könnten wir momentan erstmal als Begrenzung nehmen. Warum nicht? Und dann können wir hier ein richtig schönes ausgewogenes Viertel bauen. Das heißt, hier haben die Bagger richtig gewütet. Damit dann die Leute hier entsprechend schöne Grundstücke am Ende haben. So, genau. Und da haben wir schon wieder zu viel Erde. So, das haben wir aufgeschüttet. Wieder zurück. Ja, ich weiß, ist momentan so ein bisschen eintönig. Aber ich denke mal, wenn wir das Ergebnis am Ende haben, dann werdet ihr sicherlich der gleichen Meinung sein wie ich auch, dass das einfach nur genial ausschaut. Wir sehen leider wenig, aber ich werde mich mal jetzt hier von den Gleisen trennen für den Moment. Deswegen lasse ich das Spiel mal auf Pause. Habe ich alle Gleise erwischt, ist die Frage. Man kann es nicht erkennen. Wir müssen jetzt mal nur hier jetzt das Ganze so weit ziehen, dass wir im Endeffekt die Gleisverbindung wieder herstellen können. Sieht aber dann aus, als hätten wir da alles erwischt, was wir erwischen wollten. Sonst würde er jetzt nicht das Ganze so zurücksetzen. So, dann werden wir hier oben weiter aufschütten. Ach, haben schon wieder nicht genug Erde. Ja, trifft sich ja ganz gut. Dann haben wir hier ein schönes Plateau und da oben haben wir wieder unseren Hügel aufgefüllt. Warum nicht? Ich würde auch sagen, wir gehen hier bis an die Grenzen. Denn später werden wir uns das ja sicherlich auch dann noch dazu kaufen. Und dann können wir das alles schön ausgleichen, angliedern, wie auch immer. So, das ist auch erledigt. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier auf jeden Fall noch hier durch. Das ist mal alles weg. Okay. So, hier könnte die Bahn sein, meine ich. Ich schließe mal kurz das Terraforming-Tool. Ja, hier ist noch eine Bahn, genau. Ich würde sagen, wir werden mal für einen kurzen Moment die Gleise hier komplett rausnehmen. Jetzt sehe ich wieder nichts. Aber das sieht gut aus. Ich glaube, wir haben alles erwischt. Und werde jetzt hier entsprechend nochmal ein bisschen Terraforming betreiben.
dass ich jetzt hier so eine Schneise habe. Ja, jetzt haben wir es perfekt erwischt. Also sehr gut. Und dann könnt ihr euch sicherlich denken, was ich vorhabe. Ich möchte noch bis dort hinten hin das alles abgetragen haben. Und nach Möglichkeit bis, ja, irgendwie hierhin, dass wir hier wirklich so ein richtig schön großes Quadrat am Ende haben. Oder Viereck, je nachdem. Rechteck? Irgend sowas. So, okay, also. Wir nehmen hier wieder die Erde weg. Eventuell, wenn wir jetzt, dann können wir das Spiel nämlich weiterlaufen lassen. Wenn wir jetzt hier noch so viel Platz uns lassen, dann können wir nämlich die Zuglinie wieder aufbauen. Das machen wir nämlich jetzt auch. Dann können die nämlich schon mal weiterfahren. Das fände ich gar keine so ganz verkehrte Idee. Wir nutzen hier erstmal die Standardgleise. Okay, irgendwas geht gerade nicht. Doch, jetzt geht's. So, ich denke mal, das habe ich jetzt miteinander verbunden. Ja, wie das dann genau ausschaut, müssen wir uns dann nochmal später ansehen, wenn es wieder hell ist. Aber wir können die Zeit jetzt zumindest weiterlaufen lassen. Denn wir können jetzt hier nämlich die ganze Erde weiter abtragen, ohne dass uns irgendwas behindert, ohne dass wir die Züge behindern. Das passt perfekt. So, schütten wir das hier auch noch auf. So, wir können da jetzt bestimmt mal hier auf Stufe 3. Sind wir da schon? Aber wir sind doch schon auf Stufe 3. Okay. Ah, das haben wir auch schon auf die höchste Stufe gesetzt. Ja. So. Die Stelle haben wir soweit. Perfekt. Halt. Haben wir hier noch. Können hier noch weitermachen. Und es wird langsam hell. Das ist natürlich sehr gut für unser Vorhaben. Und dann können wir wenigstens gleich mal ein bisschen mehr sehen. Eventuell werde ich das Spiel dann auch mal doch anhalten. Im Moment scheint wieder eine kleine Sterbewelle stattzufinden. Aber dem werden wir uns dann später nochmal widmen. Ich werde zumindest das jetzt hier soweit fertig haben, bevor es wieder dunkel wird. Weil Straßen kann ich dann auch nachts ziehen, das wäre jetzt nicht das Problem. Aber solche Terraforming-Arbeiten sind nachts halt dann doch sehr, naja, bescheiden, sagen wir mal. Der Perlenpark wird jetzt künstlich vergrößert. Ob wird dann hier nochmal neue Gebäude entstehen, das weiß ich jetzt noch nicht. Das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch sehen. Aber im Moment müssen wir einfach erstmal Erde weiter wegbekommen. Das ist sozusagen jetzt die Aufgabe. Aber wir sind auf einem guten Weg. Von der Sache her sehe ich das ganz entspannt. So, da ist die Erde schon wieder zu Ende. Haben wir das auch perfekt.
dann füllen wir hier dieses Loch noch zu. Und ich denke mal, dann haben wir es sogar schon soweit. Viel ist es nicht mehr, was wir abtragen müssen. Das heißt, ich werde es jetzt auch in der Folge zu Ende bringen. Wenn die ein bisschen länger werden sollte als 17 Minuten, dann ist das eben mal so. Aber ich denke, wir sollten eigentlich gleich das Ziel erreicht haben, wo ich zumindest hin will. Und dann passt das auch alles soweit. So, okay, dann werden wir hier nochmal ein bisschen weiter Erde auftragen. So, das. Hier nehmen wir noch was weg. Ja, wir lassen praktisch auf unserer Karte keinen Stein auf dem anderen. Wir passen die Karte trotzdem so an, wie sie uns gefällt. Aber, oh! Hatten wir nicht eben noch 2 Millionen? Wir haben, glaube ich, gerade relativ viel Geld ausgegeben. Können das sein? Wow! Ich glaube, ich wollte das jetzt lassen. Schande ist das. Ja, es ist nicht unerheblich, was wir hier ausgegeben haben. Also, das war wieder mal schönes Geld verbrennen. Aber ich denke, am Ende wird sich das alles bezahlt machen. Wir machen ja eigentlich relativ gut Umsatz. Wir sollten uns jetzt allerdings mal drum kümmern, warum unsere Leute im Moment, sagen wir mal, das Zeitliche segnen. Um die Probleme möchte ich mich auf jeden Fall noch kümmern. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Also jetzt bin ich richtig baff, dass wir jetzt über 2 Millionen in Terraforming ausgegeben haben. Wow, ja, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet, seht ihr? Aber gut, okay, unsere Stadt macht positive Zahlen. Von der Sache sehe ich das alles eigentlich gar nicht so eng. Und ansonsten, ja, müssen wir die Steuern halt nochmal erhöhen. In dem Sinne, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Euer Punky vom Punky Let's Talk. Bye, bye.